freuen uns, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich darf mich kurz vorstellen, ich heiße Uschi Seemann und ich bin die Tochter vom Ingenieur Fockenhuber. Fockenhuber Handler, das waren zwei Familien, das erzähle ich euch nachher. Das waren die Gründer. Also der Gründer, Mitbegründer, der Almig, war mein Großvater. Ich erzähle euch jetzt, bevor wir euch dann einen Film zeigen, über die Geschichte der Almig, weil dann verstehen wir alles besser. Und ihr seht dann auch schon im Film die Produkte. Erzähle ich euch nur kurz was über den Verein, wie der entstanden ist. Aber wir waren nach der Föst die Almig die zweitgrößte Firma, die meisten Patentanmeldungen in Österreich. Und meine sind auch mal in Amerika, in Japan, im deutschen Patent. Ich sitze hier im Almig-Museum und zwar an dem Tisch, an dem seinerzeit auch mein Großvater gesessen ist. Mein Großvater Karl Fockenhuber, seinerzeit der Mitbegründer der Almig, gemeinsam mit der Familie Handler. Wir haben hier im Almig-Museum die Geschichte der Firma wollen wir festhalten. Und zwar, das Almig-Museum ist etwas ganz Einzigartiges. Es wurde von den ehemaligen Mitarbeitern der Firma Almig gegründet und wird auch betrieben. Und wir haben hier in diesem Raum die Geschichte aufgearbeitet, und zwar in Form einer Zeitleiste. Die Geschichte der Almig dauert von 1919, von der Gründung der Firma, bis 1979. Die Almig wurde 60 Jahre alt eigentlich. Wir waren damals 7000 Leute und haben eine Menge anderer Produkte gemacht. Ich habe, glaube ich, 178 verschiedene Holzradios erzeugt und wir haben aber erst 120 oder so. Wir sind am Suchen. Ja? Wenn Sie einen haben am Boden, wir nehmen ihn gerne. Die Produkte der Almig waren unglaublich vielfältig. Angefangen haben die zwei Herren mit einem Patronenhülsenfeuerzeug, weil 1919 war der Erste Weltkrieg zu Ende und das war sensationell. Und dann kamen die Radios auf. Und mit der Radiosproduktion, das war unglaublich. Also das war ein Radioboom. Später kamen dann die Kinoprojektoren hinzu und dann begann schon das Filmalter eigentlich, die Zeitära, wo jeder seinen eigenen Film drehen konnte, den er sich auch zu Hause anschauen konnte. Almig konnte auch die Filme entwickeln, man hat sie in die Firma gebracht. Ja, dann kam der Zweite Weltkrieg, das war natürlich eine traurige Geschichte, da hat Almig natürlich Volksempfänger und auch Seeminenzündgeräte erzeugen müssen. Und in Micheldorf im Werk neben Kirchdorf in Oberösterreich wurden damals Kochplatten, Keramikkochplatten, Gusseisenkochplatten und Heizkörper kleine erzeugt. Mit dieser Produktion konnte man den Aufbau dann wieder von der Firma in Wien finanzieren. Und man hat sofort begonnen wieder mit Radios, mit Filmprojektoren, mit Kameras. Dann kamen schon die kleinen OK-Radios, UKW kam auf. Fernseher kamen, dann waren die Radios, man muss sich vorstellen, Fernsehen gab es ja nicht, das war nicht in jedem Haushalt, das Radio gab es und da gab es den 3D-Radio, da war ein Plattenspieler drinnen und mit diesem 3D-Radio, da wurden ganze Feste damit gefeiert, Platten gespielt, getanzt dazu. Dann begann die Ära des Super 8 Filmens, das war ganz, ganz, ganz einfach. Man hat nur eine Filmkassette reingesteckt in die Kamera und einfach drauf los gefilmt. Diese Filmkamera, die wurde auch verschenkt an die ganzen ausländischen Persönlichkeiten, unter anderem auch an den Prinz Philipp oder auch Chruschtschow hat auch so etwas bekommen. Und es begann dann die Zeit der Hochtechnologie, Metropolitan, jetzt nicht Metropolitan Opera, sondern ein Metropolitan Gerät. Das war ein Hi-Fi-Gerät, ein Radio und auch Kassettengerät, Hi-Fidelity. Gleichzeitig wurde mit Video schon gearbeitet, es wurde Laser erzeugt, mit Hologrammen wurde gearbeitet. Und der ganze ORF war seinerzeit auch ausgestattet mit dem FL-1000 Geräten. Die waren hochpräzise Geräte, die man programmieren konnte. Das heißt, man konnte einprogrammieren, wann ein Werbeblock kam oder wann nicht. Und jetzt möchte ich Sie zum Abschluss noch zu einer ganz tollen Bildtafel führen, die Ihnen zeigen wird, wie groß die Almig damals war.
Zuerst möchte ich Ihnen die Eumig-Vertriebsgesellschaften und die Tochtergesellschaften in der Mitteleuropa vorstellen. Die liegen nämlich hier in diesem Bereich und in Amerika. Und jetzt kommen die regionalen Eumig-Servicestellen weltweit. Noch nicht ganz weltweit, aber jetzt fahrt auf. Die Eumig-Importfirmen und Servicestellen. Jetzt gehe ich weg aus dem Bild hoffentlich.